Guten Abend allerseits. Ich möchte Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu unserem zweiten Webinar vom Swiss Crypto oder von den Swiss Crypto Investing Days. Heute hier mit einem speziellen Gast, Gregory Mall von der SEBA. Er wird sich sicher nachher gleich selber noch vorstellen. Vielleicht kurz nochmal zu meiner Person. Ich bin Pascal Hügli, bin selbstständiger Crypto-Researcher und auch für meine eigene Firma Inside DeFi, eine Forschungsboutique, die sich auf Kryptoassets konzentriert, tätig. Ich habe das Privileg, hier heute dieses Webinar leiten zu dürfen und ich würde sagen, wir beginnen schon ziemlich bald. Vielleicht ganz kurz zum Kontext. Letztes Mal standen wir hier und Bitcoin stand kurz davor, eine wichtige charttechnische Analyse, wichtige Grenze zu überschreiten. Heute sind wir nach wie vor genau da in diesem Bereich. Also wir haben letztes Mal davon gesprochen, dass so die 46.000er Marke, also US-Dollar-Marke oder Grenze entscheidend ist. Und eben wie gesagt, as we speak, sind wir eigentlich sozusagen genau jetzt wieder an dieser Grenze. Und es wird spannend sein, wie Bitcoin das in den nächsten Tagen meistern wird. Von dem her, vielleicht können wir auf das dann in der Fragerunde auch noch ein bisschen eingehen, aber das einfach so als Einleitung, um eigentlich den Faden vom letzten Mal wieder aufzunehmen. Das letzte Mal hatten wir auch eine Einführung erhalten zu Bitcoin Crypto Assets. Was ist das genau, um einfach so einführend alle gewissermaßen auf den gleichen Stand zu bringen? Und hier heute werden wir uns jetzt Thema der Krypto-Portfolio-Analyse oder Theorie eigentlich widmen und ein bisschen sehen, wie die Krypto-Assets eben in eine Portfolio-Anlagestrategie einzubetten sind, respektive welche portfoliotheoretischen Schlüsse man auch in Bezug auf Krypto-Assets und weitere ziehen kann. Aber hierzu wird uns Gregory von der SEBA Bank gleich einiges mehr dazu sagen. Ja, Gregory, du bist Portfolio Manager, Senior Portfolio Manager bei der SEBA Bank. Vielleicht kannst du kurz ein paar Worte zu dir verlieren. Wer bist du? Wer ist SEBA? Ja, besten Dank für die netten Worte und für die Einführung. Wie gesagt, die SEBA Bank ist eines der zwei weltweit ersten Institute, die im Bereich Kryptowährungen spezialisiert sind und eine vollwertige Banklizenz erhalten haben. Wir haben eine Schweizer Banklizenz. Eigentlich unser Offering ist auf vier Pfeilern oder beruht auf vier Pfeilern. Der grundlegende oder der erste Pfeiler ist sicherlich mal die Verwahrung, also Custody-Lösung, weil das eigentlich sozusagen ohne Custody oder ohne sichere Custody-Lösung oder Institutional-Grade-Custody-Lösung kann man eigentlich gar nichts anbieten in Krypto. Da wollen wir wirklich so ein bisschen die Brücke darstellen zwischen der alten Welt, traditionellen Welt und der neuen Welt. Und dann gehört sicherlich das Trading dazu. Ich glaube, da differenzieren wir uns ein bisschen im Vergleich zu den anderen Players in diesem Space, dass wir eigentlich nicht ein klassischer Broker sind, sondern wirklich als Principal Trader, die agieren. Das bedeutet, dass wir eigentlich gegen das eigene Buch handeln und dass das vor allem im institutionellen Bereich relativ wichtig ist, weil man eigentlich überhaupt kein Slippage dabei hat, also wirklich die Spreads, denen man handelt, wie im FX. Eigentlich what you see is what you get, also man handelt genau zu dem Spread. Und dann im Trading ist auch das ganze Crypto Lending Borrowing angesiedelt. Wir bieten zum Beispiel Lombard Loans auf Krypto an, wir können Coins verleihen und alles, was dazugehört. Und dann die ganze Tokenisierungsgeschichte, also Tokenisieren von privaten Vermögenswerten, Private Equity, Commodities, Kunst. Das ist ein eigener Geschäftsbereich, der auf sehr viel Interesse stößt. Wir haben vor kurzem einen Gold-Token lanciert, den man in physisches Gold jederzeit umwandeln kann, direkt das Gold bei der Raffinerie abholen. Ich glaube, das ist so ein typischer Use Case für so eine Tokenisierung, für so ein Tokenisierungsbeispiel. Und dann eigentlich der vierte Standpfeiler, wo ich Teil davon bin, ist das ganze Investment Solutions Team, wo wir einerseits diskretionäre Mandate auf Krypto und traditionellen Anlageklassen anbieten und dann zum anderen auch unsere ganzen ETPs, also Exchange Traded Products, die an der SIX gelistet sind, an der Euronext gelistet sind, und unsere AMC White Labeling Lösungen, wo wir quasi eine One-Stop-Shop-Lösung anbieten für Asset Manager,
Family Offices, einfach lizenzierte Financial Players. Ja, aufpassen, dass hier der Banner mir nicht um die Ohren fliegt, wo wir das quasi als One-Stop-Shop-Lösung den Leuten anbieten, dass sie ein SPV haben, also segregierte Assets von Off-Balance-Sheet von der SEBA, sie haben Custody-Setup, sie haben Trading-Setup, also sie können eigentlich gerade loslegen. Das sind so die Kurzüberblick über die SEBA-Bank. Und dann vielleicht noch zwei, drei Worte zu meiner Person. Mein Background ist auch Traditional Finance. Ich war bei der CS lange Zeit als Portfolio Manager, habe dort Multi-Asset-Fonds gemanagt, UCITS-Fonds, einen Alternative Investment Fonds und bin vor rund 2,5 Jahren, fast 3 Jahren zu SEBA dazugestoßen und eben, wie erwähnt, bin Teil des Investment Solutions Team, also wirklich Mandate und Produkte. Sehr gut, sehr gut. Ja, besten Dank für die Einführung zu SEBA und zu deiner Person. Ich würde sagen, wir starten gleich mit der Präsentation. Ich glaube, du kannst übernehmen und deinen Bildschirm teilen und dann starten wir doch wirklich in Medias Res, Crypto Assets im Portfolio-Kontext. The floor is yours. Könnt ihr meinen Screen sehen? Was das? Ja, ich sehe deinen Screen sehr gut. Vielleicht noch als Info für die Zuhörenden, ihr und Sie könnt jederzeit Fragen stellen. Es gibt hierfür eine Funktion, ich sehe, da wurde schon die eine oder andere Frage oder ausgetauscht. Also da können Fragen jederzeit reingestellt werden und ich werde sie versuchen dann aufzunehmen. Also das kann während der Präsentation sein oder dann auch in der Fragerunde am Schluss. Aber hier einfach frisch von der Leber Fragen stellen, damit wir diese dann auch beantworten können. Okay, ja, super. Genau. Ich würde sagen, du kannst loslegen. Ja, genau, perfekt. Also ich meine grundsätzlich, wir haben das ein bisschen so eingeteilt, dass ich eine halbe Stunde quasi präsentiere und dass wir danach eine dedicated Q&A-Session haben, aber ich möchte das eigentlich gerne so interaktiv wie möglich gestalten. Also ihr könnt wirklich direkt Fragen in den Chat reinschreiben und entweder unterbricht mich der Pascal oder ich sehe gerade die Fragen und kann diese gleich aufnehmen. Also grundsätzlich das Thema des heutigen Abends ist digitale Vermögenswerte in einem Portfolio-Kontext, also wirklich da ein bisschen, und das ist auch ein bisschen darauf, wo wir spezialisiert sind, wo traditionelle Vermögensverwaltung, traditionelle Portfolio-Management-Theorie auf digitale Assets trifft. Und das ist die Agenda des heutigen Tages. Also erstmal, wieso oder ob digitale Assets überhaupt eine neue Anlageklasse sind. Dann so ein bisschen anschauen, inwiefern digitale Assets am Beispiel von Bitcoin in der Vergangenheit so auf Standalone-Basis performt haben. Und dann wirklich der dritte Teil, was eigentlich so where the rubber hits the road, digitale Assets in einem Portfolio-Kontext, also in einem klassischen Multi-Asset-Kontext, was für Chancen die neue Anlageklasse bietet. Und dann zuletzt eigentlich so ein bisschen was wir hier der SEBA eigentlich anbieten, um zu dieser neuen Anlageklasse quasi Exposure zu gewinnen. Damit möchte ich gleich anfangen. Ich meine, erstmal, es gibt immer ein bisschen eine akademische Debatte darüber, inwiefern digitale Vermögenswerte eine neue Anlageklasse darstellen. Und es ist so, es gibt keine ganz klare Definition, was eine Anlageklasse ist oder was nicht. Aber wenn man jetzt einfach mal so die Basic Definition anschaut auf Investopedia oder dergleichen, dann sieht man eigentlich, wird das oftmals so definiert, dass man sagt, eine Anlageklasse differenziert sich eigentlich dazu, dass sie eine relativ hohe Korrelation von Assets innerhalb dieser Gruppe aufweist und ein distinkt andere Risk-Return-Characteristics und regulatorische Characteristics als andere Gruppen von Assets. Und wenn man nur diese Basic Definition nimmt, dann muss man ganz klar sagen, Kryptowährungen sind eine Anlageklasse. Sie haben ganz klar andere Performance-Treiber, sie haben ganz klar andere Volatilitäten, andere Risk-Return-Driver als traditionelle Anlageklassen und sie sind ganz bestimmt weniger reguliert als traditionelle Anlageklassen. Was man dazu auch sagen muss, es ist eine Nische, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich. Ich habe gerade vorhin nachgeschaut, aktuell Total Market Cap ist ungefähr 2,1 Billionen, also 2,1 Trillion. Und das, wenn man das jetzt gegenüber stellt, ich meine, Amazon alleine ist ungefähr 1,6 Billionen Dollar wert. Also es ist wirklich winzig, ist auch weniger als 10% von der ganzen Gold
Market Cap, also es ist sehr überschaubar noch, steckt immer noch in den Kindheitsschuhen. Ich glaube, das ist sicher fair to say. Ich sehe gerade, dass da, okay, das ist okay, dass da eine Frage war. Und es ist auch so, dass institutionelle Investoren fangen auch ein bisschen an, die Anlageklasse als solche zu sehen. Und wir sehen auch hier bei der SEBA, als ich vor fast 3 Jahren angefangen habe, war es ein völlig anderer Ton. Es war schwierig, bei gewissen traditionellen Vermögensverwaltern und Pensionskassen und dergleichen überhaupt ein Meeting zu bekommen. Und heute hat sich das fundamental geändert. Heute wollen alle irgendwie dabei sein, alle interessieren sich, sind noch nicht alle so weit, das wirklich aufzunehmen und wirklich den Knopf zu drücken, aber es ist bestimmt ein riesiges Interesse vorhanden. Und hier möchten wir nur ganz kurz eine Umfrage von Fidelity, einem größten Asset Manager in den USA, quoten, die in Europa und in den USA verschiedene EAMs, Family Offices und Institutional Investors befragt haben, was sie zur Anlageklasse halten, was sie von der Anlageklasse halten. Und was interessant ist, dass die meisten gesagt haben, dass sie es als einen innovativen Tech-Play sehen. Und rund 73% der Leute haben gesagt, dass sie grundsätzlich es einsehen, dass es eine hohe Bedeutung in einem Portfolio haben kann. Und was auch interessant war, ist, dass einer der wünschenswerten Charakteristiken von Kryptowährungen waren nicht einfach die hohen Return Expectations, sondern wirklich auch die geringe Korrelation zu traditionellen Anlageklassen. Und darum dreht sich eigentlich die ganze Präsentation. Nur ganz kurz, wir haben hier noch rechts unten ein Zitat von Paul Tudor Jones, einem dem großen Makro-Hedgefonds-Manager drin gehabt. Und der vergleicht immer Bitcoin gerne ein bisschen mit Gold und sagt eigentlich so, in der Stagflationsphase der 70er Jahre hat Gold extrem gut funktioniert und er erwartet jetzt ein bisschen, dass Bitcoin in diesem inflationären Umfeld als Store of Value sehr gut performen wird. Und ich glaube, das ist wichtig, ohne jetzt zu stark darauf einzugehen, dass man immer so ein bisschen die mentale Unterscheidung macht zwischen Bitcoin, was wirklich unserer Meinung nach ein klarer Store of Value und vielleicht auch ein Inflation Hedge darstellt, und dem Rest von den Kryptowährungen, wo die allerhöchste Mehrheit eher Plattform-Token sind und eher ein Tech-Play sind, viel mehr als wirklich ein Store of Value. Dann auch hier, ich möchte jetzt nicht allzu stark ins Detail gehen, wir haben einfach ein paar akademische Studien aufgezeigt und die meisten davon sagen eigentlich, wenn man Regressionsanalysen macht mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen und die auf traditionelle Portfolios regressiert, dann sieht man eigentlich, dass zumindest in der Vergangenheit, vor allem in der längeren Vergangenheit, dass das ganz klar andere Risk-Return-Drivers hat und dass die eigentlich relativ unabhängig von traditionellen Anlageklassen sind. Und das... Ja. Vielleicht ganz kurz, wenn ich hier unterbrechen darf, wir haben eine Frage aus der Zuhörerschaft, die in diese Richtung geht, aber vielleicht kommst du dazu gleich, und zwar ist die Frage, Krypto eine Nische, wo kann es noch hingehen, wann ist Krypto nicht mehr eine Nische und wo liegt das Wachstumspotenzial aus heutiger Sicht noch? Willst du dazu gleich etwas sagen oder willst du das gleich? Ja, also es ist bestimmt eine Nische. Man sagt normalerweise so in der traditionellen Welt, eine richtige Anlageklasse sollte 100 Billionen aufwärts sein. Also von dem her gesehen haben wir noch fast einen 50x Raum nach oben. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen plakativ formuliert, aber es hat bestimmt noch Raum nach oben. Was man auch sagen muss, wenn man das wirklich ein bisschen kritisch fragt und was auch so ein bisschen der oftmals ein bisschen die Kritik zu Kryptowährungen ist, dass oftmals Solutions to problems that no one asked. Ich meine, vieles, was man sieht an Innovationen, ist bestimmt genial. Auch was so die ganzen Parachains anbelangt, DeFi etc. Aber es funktioniert halt alles immer extrem gut nur innerhalb des Krypto-Ökosystems. Und meiner Meinung nach, wenn Krypto wirklich Mainstream werden will, muss es irgendwann mal mehr Use Cases geben, wo die Realökonomie eine Schnittstelle hat zu Kryptowährungen. Und das gibt es teilweise schon, zum Beispiel im Supply Chain Management gibt es verschiedene Anwendungsbereiche, wo das schon geschieht, aber es ist immer noch auch innerhalb des Kryptos fast eher eine Nische. Das einfach mal nur so dazu. Okay, dann fahre ich fort.
Und wie gesagt, dieses Interesse von institutioneller Seite und auch eben von Portfolio-Seite hat auch ein bisschen dazu geführt, dass so ein relativ großes Ökosystem um Krypto herum entstanden ist mit traditionellen Players und auch neuen Players, die dazugekommen sind und die uns auch ein bisschen zuversichtlich machen, dass Kryptowährungen nicht einfach in Vergessenheit geraten werden. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor rund 3 Jahren die TS verlassen habe und einen neuen Job angefangen habe, dann haben viele meiner ehemaligen Kollegen das eher belächelt und halt, ja, da kam gerade so der Kryptowinter und alle dachten so, ja, okay, Krypto, das ist schon wieder Schnee von gestern und das gerät jetzt in Vergessenheit und ich glaube, jetzt sind wir wirklich an einem Punkt angelangt, wo man sagen kann, Krypto ist here to stay. Das wird nicht so schnell einfach in Vergessenheit geraten. Dazu ist das Ökosystem zu groß, dafür hat es zu viele ist zu viel real sticky institutional money drin, also wirklich Sequoia und die ganz großen Andreessen Horowitz, die haben einfach zu viel Geld da drin, dass es einfach verschwinden würde. Ich glaube, Web3, das ist einer der ganz, ganz großen Trends, nur mal so high level. Ja, und damit komme ich schon zum nächsten Thema, eigentlich Performance Overview von digitalen Assets. Jetzt haben wir hier ganz plakativ einfach mal so die langfristige Return Perspektive von Bitcoin. Bitcoin einfach, weil es der größte Coin ist und die längste Historie hat, seit 2010, also wirklich da, wo es angefangen hat, an so ein bisschen diesen Peer-to-Peer-Exchanges zu handeln, bis eigentlich jetzt März 22. Und was wir hier eigentlich nicht aufzeigen, das ist eine Log-Skala logischerweise, was wir hier eigentlich aufzeigen wollen, ist nicht, wie unglaublich toll das ist, wenn es quasi von 0 auf 47.000 geht, sondern wir wollen eigentlich auf die extremen Drawdowns hinweisen. Und seit Crypto Inception haben wir eigentlich so 3 verschiedene Market Phases, die wir bisher hatten, wo man sagen wirklich so von Trough to Peak to Trough. Und das definieren wir also als eine Market Phase. Und was man hier sehen kann, das haben wir immer in Rot eingezeichnet, sind diese Extreme Drawdowns, die in der allerersten Marketphase minus 93% Drawdown, zweiten Phase minus 87%, in der dritten minus 83%. Und ich glaube, das ist immer auch Teil der Story, die man dem Kunden bewusst machen muss. Wir haben extrem viele Privatinvestoren, die sehr euphorisch sind und die man manchmal auch ein bisschen vor sich selber schützen muss und ein bisschen Education betreiben muss. Und man darf nie vergessen, mit was für ein Risiko man dabei eingeht und wie hoch die Volatilitäten sind. Die gute Nachricht ist, und das sieht man eigentlich an diesem Graph, ist, dass in jeder von dieser Marktphase und auch in der aktuellen Marktphase, trotz diesen Extreme Drawdowns, wenn man jetzt einfach innerhalb dieser Marktphase nur mal die Risk-Adjusted Return, also die Sharpe-Ratio anschaut und die gegenüber traditionellen Anlageklassen vergleicht, dann schneidet man relativ gut ab. Und hier haben wir das grafisch dargestellt, also wirklich von Juli 2010 bis November 11 und dann quasi Bitcoin gegenüber Fixed Income Commodities Equities vergleicht und das mit den anderen macht, da sieht man eigentlich, Bitcoin hat eigentlich immer am besten abgeschnitten. Aber was man auch sieht, ist, dass die Risk-Adjusted Return über die Zeit ein bisschen runtergekommen ist, als die Anlageklasse immer wie mehr ins Finanzsystem integriert wurde. Und hier möchte ich jetzt auf digitale Assets wirklich im Portfolio-Kontext zu sprechen kommen. Und wie bereits vorhin angedeutet, ist eigentlich eine der interessantesten Charakteristiken von Kryptowährungen die geringe Korrelation zu traditionellen Assets. Und hier zeige ich es gegenüber Fixed Income, Equities, Commodities. Und Correlations sind normalerweise fluid, also sind immer nur Momentaufnahmen, deswegen zeigen wir Rolling 90 Days Correlation. Und wie man sieht, bei Fixed Income Commodities oszilliert es wirklich mit um die Null rum und nimmt man mal vielleicht mal leicht zu, vor allem während der Covid-Zeit sieht man da schon so ein Jump in Correlation. Und bei Aktien hält es derzeit um die 0,4, 0,5. Muss man sagen, dass in den letzten 3, 4 Monaten sind Kryptowährungen schon relativ stark mit US-Tech-Stocks korreliert und auch stark mit den Inflations- und Zinserwartungen, vor allem den US-Inflations- und Zinserwartungen korreliert. Und das ist eine Momentaufnahme, das kann sich wieder verändern, ist aber auch ein bisschen ein Indiz dafür, dass Bitcoin immer wie mehr innerhalb des traditionellen Systems eingebettet wird und dadurch natürlich auch andere Korrelationsmechanismen aufweist, als es Steve noch vor 5, 6 Jahren getan hat, wo es wirklich purely retail-driven war und kein institutional money dahinter war.
Das muss man sich, über diese Entwicklung sollte man sich einfach bewusst sein. Das Gute ist, dass trotz dieser rollierenden Korrelation bietet es immer noch massive Diversification Benefits. Und hier haben wir wirklich so, das ist eigentlich fast der wichtigste Slide der ganzen Präsentation. Hier haben wir wirklich so quasi aufgezeigt, okay, wir nehmen ein klassisches Multi-Asset-Portfolio, 40% Aktien, 50% Bonds, 10% Commodities und schauen ein bisschen, wie das über die Zeit funktioniert, wenn wir einfach nur ein bisschen Bitcoin hinzufügen. Und was man hier überall sehen kann, die Volatilität nimmt zu, wenn wir zum Beispiel von einem klassischen Multi-Asset-Portfolio auf 2%, 5%. Aber das Gute ist, dass die Risk-Adjusted Return ebenfalls zunehmen, weil die Returns proportional zum Risiko mehr zunehmen. Und das resultiert eigentlich in einer höheren Sharpe-Ratio. Und das ist logischerweise auch das Ziel eines durchschnittlichen Investors, die höchste Sharpe Ratio auf der Efficient Frontier zu gewinnen. Und was aber auch interessant ist, ist, dass man eigentlich mit ein bisschen Bitcoin sein Risikorenditeprofil nicht maßgeblich verändert. Ob man jetzt einen Drawdown, Max Drawdown von 17,7 oder 18,7 hat, man ist immer noch quasi als Balanced Investor einzustufen. Das Gute daran ist, dass man eben, wie gesagt, die risikoadjustierte Rendite ziemlich nach oben treiben kann. Und was aber auch wichtig zu sehen ist, ist, dass es irgendwo so ein bisschen einen Sweet Spot gibt, wo die Sharpe Ratio wirklich nach oben geht. Normalerweise, wir schätzen das ungefähr zwischen 5 und 10% im Portfolio ein und dass danach eigentlich die Marginal Benefits nicht mehr so hoch sind und die Sharpe Ratio unter Umständen sogar abnehmen kann. Und das hat übrigens auch mit diesen Max Drawdown, die wir vorhin gezeigt haben, hat auch stark damit zu tun, dass Kryptowährungen halt dadurch, dass sie weniger korreliert sind in der Vergangenheit, eigentlich oftmals gut funktioniert haben, wenn das ganze Finanzsystem schlecht funktioniert hat. Also wir haben da ein paar Episoden rausgepickt, zum Beispiel Grexit, China Devaluation, Brexit, Trade War, USA, China und haben eigentlich gesehen, dass auch wenn die anderen Anlageklassen ziemlich stark runtergeht, dass Bitcoin eigentlich normalerweise nicht korreliert war. Nun wäre es intellectually dishonest, die Episode Covid-19 rauszunehmen, weil dort war es eigentlich das erste Mal, was wirklich nicht funktioniert hat, wo man wirklich gesehen hat, dass Kryptowährungen halt extrem stark extrem viel Leverage Exposure angezogen haben und irgendwo durch Leverage ist auch eine Funktion von Liquidität. Und als wir wirklich diesen Dash for Cash gesehen haben im März 2020, hat man gesehen, dass eigentlich Kryptowährung davon nicht verschont blieb. Das Gute ist, dass danach war auch die Recovery umso imposanter gegenüber traditionellen Währungen, aber es gab halt auch Episoden, wo die ganze Korrelationsgeschichte nicht so gut funktioniert hat. Hier nochmal ja, eine ja. Kurz der Einschub hier. Ich habe eine weitere Frage, die noch zur letzten Folie war, zur zweitletzten Folie. Jemand fragt hier dann ganz konkret: Kann man sagen, dass mehr als 5% Bitcoin-Allokation eigentlich nicht so viel Sinn ergibt oder dass man mehr als 5% haben muss, aber dann mehr als über 10, 15 dann eben auch wieder nicht mehr so viel Sinn macht, eben wegen dem abnehmenden Grenznutzen bei der Sharpe Ratio? Also, dass man eigentlich, wie man hier sieht, die 10% eigentlich optimal wären. Oder wie siehst du das? Ja, das ist, also eben, das ist natürlich, dieses Beispiel ist immer auch eine Momentaufnahme. Es gibt immer einen gewissen Timeframe, wo das der Fall ist. Es ist immer die Frage, ich meine, wenn man zwischen 10 und 20% einfach nur auf die Rendite schaut, dann hat es sich logischerweise aufgrund der enormen Rendite von Bitcoin gelohnt, mehr zu allokieren. Aber wenn man jetzt nur auf die Sharpe Ratio und nur von der Portfolioeffizienz anschaut, dann kann man sagen, dass es wirklich diesen Sweet Spot gibt. Schlussendlich gibt es kein richtig und kein falsch. Ich denke, es hängt einfach massiv von dem Risikorendite Erwartungen von der Risikoaversion des individuellen Investors ab. Das bedeutet, dass wenn einer wirklich quasi mehr an den Space glaubt oder auch bereit ist, mehr Risiko und vor allem auch mehr kurzfristiges Risiko, eine höhere Risikotoleranz hat, auch was die Drawdowns anbelangt, dann kann man bestimmt damit argumentieren, dass vielleicht für den Investor ein Exposure von mehr als 10% Sinn macht. Aber es war jetzt eigentlich das Beispiel, war jetzt wirklich für so einen durchschnittlichen, balanced, traditionellen Investor gedacht. Beantwortet das die Frage? Ich denke schon, danke, super, ja. Danke.
Okay, und eben, hier haben wir eigentlich nur eine grafische Veranschaulichung von dem Beispiel, wo man wirklich sieht, dass man eigentlich die Efficient Frontier von einem Multi-Asset-Portfolio mit ein bisschen Crypto-Exposure auf der linken Seite nach oben bringt. Und jetzt aber der Graph auf der rechten Seite ist eigentlich fast interessanter, weil der zeigt eigentlich auch, was der Break-Even-Return für Bitcoin ist, wenn man die gleichen Korrelationsannahmen der Vergangenheit annimmt. Damit es eine Improvement in der Sharpe-Ratio gibt. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber wenn ich das, glaube ich, mit einem Beispiel veranschauliche, dann leuchtet das ein. Also, was wir hier damit sagen wollen, ist zum Beispiel, wenn wir eine 1% Bitcoin-Allokation hat, gehen wir von den gleichen Volatilitäts- und Korrelationsannahmen der Vergangenheit aus. Dann müsste Bitcoin ein Yearly Expected Return in einem Markowitz-Framework haben von 15,8%, damit man eine Effizienzsteigerung in seinem Portfolio hat. Und 15,8%, wer die Kryptomärkte ein bisschen verfolgt, ist wahrlich nicht wahnsinnig viel. Also das sind da teilweise Intraday-Movements, leider immer noch. Also das ist nur so, um ein bisschen Kontext zu geben, dass man auch mit relativ konservativen Erwartungen eine kleine Allokation in Bitcoin eigentlich theoretisch rechtfertigen kann. Und jetzt möchte ich eigentlich wirklich noch ganz kurz auf die drei Pfeiler zu sprechen kommen, die wir innerhalb des Investment Solutions Team unseren Kunden anbieten können, um wirklich Exposure zu diesem Crypto-Space zu gewinnen. Das wären zum einen so wirklich diese direktionalen Strategien. Das sind so wirklich unsere ETPs. Wir haben Tracker auf Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Bitcoin, Dollar Schweiz, gehedgte Share-Klassen. Und ich glaube, was uns da ein bisschen gegenüber der Konkurrenz auszeichnet, ist, dass wir halt eine Schweizer Bank sind. Alles off-balance sheet, über ein SPV emittiert und dass man dazu auch sagen muss, wir sind aktuell die günstigsten am Markt. Bitcoin und ETH-Tracker bei 75 Basispunkten, also extrem effizient. Und dann haben wir noch unser Flagship-Produkt, unseren CBAX Index Tracker. Dazu komme ich später noch ein bisschen zu sprechen. Dann haben wir wirklich Option-Related Strategies. Das ist wirklich in Form von einem Mandat gedacht. Da kann man Yield-Enhancement-Strategien. Wir haben in der Vergangenheit auch Dual-Currency-Notes oder Reverse-Convertibles emittiert. Können wir auch jetzt direkt emittieren, wenn da ein Kundeninteresse besteht. Und dann der letzte Pfeiler sind eigentlich wirklich so Non-Directional Strategies, ein bisschen so Hedgefonds-Strategien, wo man sagt, dass man eigentlich möglichst market-neutral Strategien verfolgen möchte. Also nicht unbedingt zum großen, direkt am Erfolg partizipieren, aber eher die Ineffizienzen der Anlageklasse ausnutzen will und das Gefühl hat, dass man dadurch einen relativ hohen Return erwirtschaften kann. Bei den Non-Directional Strategien ist ganz klar, dass wir das selber nicht anbieten. Das ist nicht unsere Expertise, das ist nicht Teil unseres Offerings. Was wir machen, ist eigentlich Due Diligence auf Third-Party-Funds, AMCs etc., die wir dann unseren Kunden als Lösungen anbieten. Gut, und jetzt möchte ich noch ein bisschen Zeit auf unser Flagship-Produkt verwenden, den CBAX-Index, weil der CBAX-Index ist eigentlich ein Smart-Beta-Index im Crypto-Space und eigentlich, glaube ich, für die meisten Buy-and-Hold-Investoren, meiner Meinung nach, für 90% der Leute, das geeignetste Instrument, um wirklich so Broad-Exposure zum ganzen Space zu gewinnen. Und ihr fragt euch vielleicht, wieso indexieren? Das sind eigentlich die genau gleichen Gründe, die ihr aus der traditionellen Welt kennt. Diversifikation, Transparenz, Convenience. Ihr kauft eine Easy, sind voll diversifiziert. Das ist super convenient. Ihr kennt die Argumente, das sicher schon 100 Mal gehört. Und dann stellt ihr euch vielleicht die Frage, wieso haben wir unseren eigenen Index kreiert? Und im Kryptobereich ist es ähnlich wie in der traditionellen Welt. Es gibt tausende von Indizes. Die meisten sind nicht investierbar, weil sie viele das Universum nicht stark genug einschränken. Sie haben viele Coins drin, die keine Liquidität haben, etc. Und dann die andere Hälfte und ein Großteil der Indizes, die benutzen einfach Market Cap Weighting. Einfach das die beliebteste Methode eigentlich aus der traditionellen Welt. Und das Problem ist mit Market Cap Weighting, eine der fundamentalen Annahmen von Market Cap Weighting ist eigentlich Markteffizienz. Und Kryptomärkte, das zeigen auch verschiedene akademische Studien, sind aktuell noch nicht effizient. Und in einem solchen Umfeld, und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, kann es Sinn machen, Alternative, so ein bisschen Smart-Beta-Strategien, Indexierungsmethodologien zu verwenden, um besseren
um ein besseres Exposure zu erreichen. Das ist eigentlich genau das, was wir gemacht haben. Wir haben eine alternative Weighting-Methodologie, die auf Risikoparität und Market Cap Weighting beruht, mit Capping und Flooring Rules angewandt und haben das Gefühl, dass wir dadurch eine deutlich bessere Performance hinkriegen als mit einem reinen Market Cap Weighting. Und das sieht man auch über die lange Zeit, wenn man jetzt einfach einen ganz einfachen Market Cap Weighting Index nimmt, so in hellgrün eingezeichnet gegenüber Bitcoin, funktionieren die relativ ähnlich. Und der Grund dafür ist, dass man unter Umständen eine extrem hohe Marktkonzentration, vor allem in der Vergangenheit, gehabt hat, wo Market Cap Weighting eigentlich zu 70% Bitcoin, 20% Ethereum führt, also extrem ineffizient in diesem Space. Und da haben wir halt viel mehr Exposure zu den kleineren Coins gehabt und haben da eigentlich viel mehr Relative Exposure gewonnen. Was man auch sieht, ist, das funktioniert nicht immer. Also es gibt wirklich so ein bisschen Drawdown-Phasen, wo wir leicht höhere Drawdowns haben, also wo quasi in einem Bärmarkt, wo wir leicht höhere Drawdowns haben. Aber das Gute ist, dass man auch hier wieder mit einer höheren Rendite mehr als kompensiert wird. Und das führt eigentlich auch zu einer höheren Sharpe Ratio. Das ist eigentlich das Argument für uns für so ein klassisches Buy-and-Hold-Investment. Man möchte halt über die lange Zeit investieren. Und ob jetzt Drawdowns 83 oder 86% ist, ob die Vola 80 oder 90% ist, das interessiert die meisten wahrscheinlich weniger, aber ob sie nach einer annualisierten Rendite von 100 oder 170% haben, das macht dann schon deutlichen Unterschied. Und das sieht man hier auf der rechten Seite auch relativ gut grafisch veranschaulicht. Hier zeigen wir wirklich so ein bisschen die monatlichen Returns von unserem Index auf der Y-Achse gegenüber den monatlichen Returns von Bitcoins oder dem breiten Markt. Und man sieht eigentlich, dass relativ viele Punkte so um die diagonale Achse herum, dass dort relativ viele Punkte versammelt sind. Das sind eigentlich so die Punkte, wo nicht wahnsinnig viel passiert ist, ums Zentrum rum. Und in diesen Monaten, wo der Markt jetzt nicht wahnsinnig lief, sind wir ungefähr in line mit dem Market. Oder wo es mit so einem Drawdown geht, kann es auch mal passieren, dass wir leicht darunter sind, vor allem gegenüber Bitcoin. Und dann gibt es halt relativ viele Monate, und das sind wirklich die Monate, wo die ganze Outperformance stammt. Das ist so in dem nordöstlichen Quadranten, also wirklich die Monate, wo der Markt stark lief und dass wir da eine relativ hohe Outperformance generiert haben. Auf der linken Seite zeige ich die aktuellen Gewichte. Wir haben aktuell Bitcoin, Ethereum, ADA, Litecoin, Solana, Avalanche, Polkadot im Index. Und in der Mitte sieht man eigentlich so, wie viel wir eigentlich rebalancen jeden Monat. Und da sieht man auch, dass das nicht wirklich vergleichbar ist mit der traditionellen Welt, dass ein Monthly Rebalancing Mechanismus extrem wichtig ist. Hier habe ich noch die historische Allokation über die Zeit. Und vielleicht hierzu gleich eine Frage. Also da wurde gestellt, eben handelt es sich um einen passiven Index? Wenn ja, steht das nicht im Widerspruch zur Schnelllebigkeit des Kryptomarktes? Und ich glaube, die Frage zielt auch darauf ab, dass halt zum Beispiel die Top 10 vor 3 Jahren komplett anders war als heute und halt da gewisse Dinge sich völlig geändert haben. Und wenn man dann eben eigentlich passiv in diesen Top 10 drin bleibt, kann man sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Ich glaube, du hast das schon ein bisschen angetönt mit der Market Cap Weighted, wo ihr davon versucht wegzukommen, aber vielleicht hast du noch das ein oder andere Votum hierzu. Ja, das ist ein absoluter Fair Point. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen die Anlageklasse gegenüber traditionellen Anlageklassen differenzieren. Also erstmal die Frage ist, ja, es ist ein klar systematischer Ansatz. Also alles, was wir machen, beruht auf den Indexregeln, die öffentlich einsehbar sind und die verändern wir nicht. Aber es ist so, dass wir in der Coin Selection ein bisschen ein gewisses aktives Element drin haben. Das bedeutet, die Indexregeln beruhen auf qualitativen und quantitativen Kriterien. Wenn man einen S&P-Index anschaut, sind das normalerweise pure quantitative Criteria. Im Kryptobereich haben wir noch gewisse zusätzliche Filter genommen, wie Technical Maturity, Safety, Decentralization etc., um sicherzustellen, dass wir keine Coins drin haben, die einfach nur gerade den Flavor of the Day erwischen, auch eine hohe Liquidität haben, eine hohe Market Cap haben und die wir deswegen in den Index reinnehmen müssen. Zum Beispiel ein gutes Beispiel ist
Ripple war so ein Coin, wo wir vor allem vor 2 Jahren den Index lanciert haben, wo wir immer gesagt haben, den wollen wir nicht drin haben. Es gab zu viele Red Flags, was Compliance anbelangt, was Dezentralität anbelangt. Es ist eine Commercial Entity von Ripple Labs, sind die Coins emittiert. Und dann haben wir gesagt, den wollen wir nicht drin haben. Und Ripple ist dann auch eines der Beispiele, wo es aktuell ein Lawsuit von der SEC gegen Ripple am Laufen ist, wo der Coin innerhalb eines Monats 2/3 an Wert verloren hat. Und das glaube ich, ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, so dass unser Research und dieser Approach, diese Coins wirklich zu betten, einen großen Mehrwert generieren kann. Ein anderes Beispiel ist Dogecoin. Auch so ein Coin, der eigentlich, was Liquidität und Market Cap anbelangt, so traurig wie es ist, eigentlich alle Kriterien erfüllt. Aber wo wir einfach sagen müssen, der Use Case, Decentralization etc. ist nicht unbedingt gegeben. Oder? Und den haben wir zum Beispiel auch nie reingenommen. Über die Zeit verändert sich das Universum, das ist ganz klar. Als wir angefangen haben, haben wir Ether, und das glaube ich, sehen wir hier relativ gut, haben wir Ether Classic drin gehabt, wir haben Stellar drin gehabt, Stellar haben wir erst gerade vor kurzem rausgenommen. Wir hatten logischerweise noch kein Solana, kein Avalanche, kein Polkadot, haben wir erst vor kurzem reingenommen. Und das ist halt wirklich fair question und man kann auch damit argumentieren, dass es nicht wirklich passiv ist. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Die ganzen Rebalancing-Methodologien etc. sind 100% passiv, aber wir haben so ein bisschen einen semi-aktiven Approach, weil wir doch einen gewissen Einfluss nehmen, wenn es ums Coin-Universe geht. Sehr gut, ja, gute Antwort. Ich habe hier noch eine Folgefrage, die du vielleicht hier anhängen kannst. Also jemand fragt, die Analysen starten alle in 2015, wo BTC noch fast niemand kannte, 4 Milliarden Market Cap. Wie sehen die Zahlen aus, wenn man bei einem realistischen Startdatum beginnt? Kannst du hierzu vielleicht... Ja, also grundsätzlich ist natürlich richtig. Wir haben einfach immer die längst verfügbare Historie genommen, darauf also zumindest aufgezeigt. Es ist natürlich schon so, man kann sich jeden Backtest und jede Performance-Matrix so zurechtlegen, wenn man gerade den richtigen Timeframe erwischt. Bei Bitcoin ist nicht anders. Ich kann Underwater-Curves zeigen, wo es eigentlich von nur runterging über anderthalb Jahre, oder? Das ist natürlich schon so. Aber ich glaube, die Main-Slides oder vor allem die Tabelle, die ich aufgezeigt habe über die Sharpe Ratio Improvement, die stimmt auch, wenn man jetzt nur zum Beispiel die letzten 3 Jahre angenommen hat. Vielleicht weniger deutlich, aber die Grundmessage bleibt eigentlich die gleiche. Okay, alles klar. Ja, das ist sicher so, dass man mit den Zahlen, je nachdem, was man nimmt, dann natürlich sich dann irgendwie gewisse Resultate zurechtlegen kann. Aber ich habe hier noch eine weitere Frage. Wie viel Coins deckt Seba heute ab und ist eine Ausweitung des Abdeckens von Coins geplant? Und dann gleich noch, wer entscheidet hier über die Allokation? Es gibt ja circa 18.000 Coins mittlerweile und Token. Ja, also auch beides gute Fragen. Wir haben aktuell 16 Coins, last time I checked. Wir sind natürlich ständig daran, das Coin-Universum aufzubauen. Es ist so, wir haben extrem hohe Anforderungen, was neue Coins anbelangt. Und das hängt zum einen sicherlich mit Liquidität etc. zusammen, aber zum anderen auch mit den ganzen AML, KYC-Requirements. Wenn wir einen Coin reinnehmen, dann müssen wir wirklich auch, wir wollen eigentlich grundsätzlich die Coins auch als Delivery-In akzeptieren. Das können wir machen. Also, dass jemand einen Coin einliefern kann. Da müssen wir natürlich Chainalysis, Elliptic, müssen wir die ganzen Forensics-Check machen können, um wirklich den Taintedness-Level des Coins anzuschauen. Oder? Und deswegen sind wir schon sehr picky, was die Coins anbelangt. Ich meine, grundsätzlich können wir jeden ERC-20-Token reinnehmen. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Token auf irgendwie Real Estate gemacht hat, ERC-20, können, wenn es einen gewissen Business Case ist, können wir den logischerweise reinnehmen. Aber wir sind eher zurückhaltend, was neue Coins anbelangt, dass man auch so ein gewisses Qualitätskriterium hat, wenn wir effektiv einen neuen Coin reinnehmen. Und dann im Index ist es so, von den Tausenden von Coins, was wir da machen ist, wir haben ja ganz klare quantitative Kriterien, die schon mal die Top 30 anschauen
und auch da noch zusätzliche Anforderungen an Liquidität stellen. Also ich meine, dadurch schränkt sich natürlich das Universum schon mal massiv ein. Sehr gut, ja. Danke für die Antworten. Du warst noch bei Historical Allocation over Time. Sorry für die Unterbrechung. Ja, das wollte ich einfach nur aufzeigen, damit man wirklich sieht, dass sich dass das definitiv nicht statisch ist und dass das halt ja über die Zeit verschiedene Coins reingekommen sind, gewisse Coins auch rausgeflogen ist. Ich glaube, das sieht man relativ gut hier. Nur noch vielleicht zwei, drei Punkte, die ich noch machen wollte, da können wir gerade zur Q&A-Session hingehen. Das ist der Live-Track-Record nach Kurs gegenüber Bitcoin Bitwise 10. Wir haben das Produkt schon seit 2 Jahren live, an der SIX und an der Euronext handelbar. Nur ganz kurz zu unserem Product-Offering. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die verschiedenen Tracker. Wir haben Bitcoin-Dollar, Bitcoin-Schweiz, Hedge, Ethereum, US-Dollar, Silver-X-Tracker. Reverse Convertible kann man bei uns machen. Wir haben auch eine Partnerschaft mit Leontech, wo man direkt das über Leontech emittieren kann und dann auch unseren Polkadot-Tracker. Und was hier vor allem ausfällt, ist die Management-Fee, die eigentlich bei allen Produkten die günstigste ist. Distribution-Fee ist optional, kann man on top ein Distribution-Agreement ausmachen. Aber wenn man logischerweise über die Börse handelt, fällt das nicht an. Also das ist nur, falls ein EAM noch zusätzlich in der Distribution Fee erheben möchte, dann darf er das, muss das natürlich seinem Kunden transparent mitteilen. Und damit wäre ich eigentlich schon am Ende des Vortrags angelangt. Der einzige Punkt, den ich noch machen wollte, ist zu dem ganzen Emissionsvehikel von den Trackers. Ich habe es mehrmals angedeutet. Wir sind nicht direkt Emittent dieser Produkte und das ist extrem wichtig. Wir emittieren das über ein Emissionsvehikel, also ein SPV. Und dadurch stellen wir halt fest, dass der Kunde kein SEBA Counterparty Risk hat. Weil ich meine, let's be honest, wir sind immer noch ein Startup, wir sind nicht geratet, also wir haben kein S&P Rating oder so. Und die wenigsten Leute wollen unbedingt Counterparty Risk haben, wenn sie so ein Produkt kaufen. Also das Produkt funktioniert eigentlich ähnlich wie ein ETF, darf aber regulatorisch nicht so genannt werden. Und auch die ganze Replication ist 100% physical, also wir haben kein derivatives Exposure oder irgend sowas. Ja, das wäre es eigentlich gewesen von meiner Seite. Sehr gut, super. Besten Dank, Gregory, für die Ausführungen. Das ist sehr gut. Ich würde vorschlagen, ich habe hier noch einige Fragen, dass wir diese aufnehmen und wenn noch Fragen sind, ja, gerne weiter im Chat ja, diese eigentlich in diesem Sinne reinstellen. Eine Frage, die ich hier habe, ist, du hast jetzt ein bisschen die Vorteile von Crypto Assets in Bezug auf ein Portfolio aufgezeigt und eben wie auch Crypto Assets natürlich das Portfolio, ein traditionelles, klassisches Portfolio eigentlich bereichern können. Die Frage zielt darauf ab, warum sind dann beispielsweise die großen Banken da noch nicht so stark drin, jetzt gerade in der Schweiz, also ihr wird gefragt, UBS, CS, ZKB, die tun sich ja immer noch schwer, das ihren Kunden anzubieten. Warum ist das so, wenn die Vorteile eigentlich offensichtlich zu sein scheinen? Also jetzt ohne irgendwelchen Namen zu nennen, also ich weiß, dass verschiedene Banken vielleicht nicht von der offiziellen Meinung her, aber das relativ genau anschauen. Vor allem auch größere Banken, die man jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Ich glaube, wo verschiedene Banken, vor allem die Großbanken, noch sehr zurückhaltend sind, hängt überwiegend mit dem Reputational Risk und dem Risikoprofil ab. Und ich glaube, die UBS oder die C, also vor allem die UBS ist eigentlich in ihrer DNA mal mit einem kurzen Abstecher 2008, aber ist eigentlich in ihrer DNA eine extrem konservative Bank und tut sich noch schwer mit dem Thema, oder? Man möchte sich nicht zu stark exponieren. Das Research war auch in der Vergangenheit eher negativ gegenüber Kryptowährungen eingestellt. Meiner Meinung nach bin ich überzeugt, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Ich glaube, früher oder später kommt man nicht mehr drum rum. Ich glaube, die Großbanken können sich noch am ehesten leisten, das Thema zu ignorieren, weil die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass jemand, weil die wirklich ein gewisses Offering anbieten, die nur sie anbieten können, dass verschiedene Kunden abspringen. Aber was wir schon oft gehört haben, ist von konservativen Privatbanken, dass die
eigentlich indirekt gezwungen wurden, das in ihr Offering aufzunehmen, weil die Kunden einfach irgendwann mal gesagt haben, so hey, entweder ihr bietet das jetzt an oder wir gehen irgendwo anders hin. Also ich glaube schon, dass da auch bei den anderen irgendwann mal Bewegung reinkommen wird, aber das sind bestimmt nicht die Vorreiter. Sehr gut, ja, spannend. Vielleicht hier die Folgefrage dann, also die Punkte leuchten ein. Wie stark hat hier Regulation oder Regulierung in diesem Sinne einen Effekt? Also jemand fragt hier, Regulierung von Kryptoassets, sind das eher Risiken oder Chancen? Also eben, wenn wir hier auf eine größere Regulierung hier hinarbeiten. Also ich persönlich halte Regulierung für eine riesige Chance. Auch die neuen EU-Regulierungen, die jetzt mit diesem MiCA-Framework aufs Parkett kommen, sind eine Riesenchance für die Anlageklasse, weil je mehr regulatorische Klarheit herrscht, desto mehr kann die Anlageklasse wirklich Mainstream werden. Oder? Und desto mehr Regulierung wir haben, je mehr Regulierung wir haben, desto mehr geht auch diesen Großbanken, die wir vorhin erwähnt haben, ein bisschen die Argumente aus, wieso sie es nicht anbieten können. Oder? Und ich glaube, da nehmen wir halt eine gewisse Vorreiterrolle ein. Aber wir sind natürlich, was den Compliance Standard und Regulatory Standard anbelangt, halt natürlich auch extrem stark aufgestellt. Oder? Weil wir eigentlich von der FINMA, die Firma hat sich natürlich auch ein bisschen exponiert, dass sie beschlossen hat, in der Schweiz dieses Business zu erlauben. Und jetzt möchte man natürlich absolut sicherstellen, dass das nicht irgendwie verwendet werden kann, um Gelder zu waschen, GWG, all das Zeugs. Ja, genau. Aber grundsätzlich sehe ich absolut, dass Regulierungen als Chance haben. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Genau. Ja, ich glaube, dass diese Haltung scheint sich immer mehr durchzusetzen, auch eben aus den Leuten, die auch bei den Leuten, die aus der traditionellen Welt kommen. Das ist natürlich klar, mehr Regulierung eben auch mehr Berechtigung irgendwo durchschafft. Die Frage, die sich hier noch stellt, es fragt jemand ja, Blockchains und Kryptoassets sind sehr globale Phänomene und dann ist immer so ein bisschen die Frage, ja, einen Weltstaat, einen globalen Regulator gibt es nicht. Diese Problematik haben wir ja auch in der traditionellen Welt, aber eben aufgrund dieser Globalität der Kryptoassets, wie kriegt man das hin? Das muss da die USA halt doch als nach wie vor größte Wirtschaftsmacht im Westen vielleicht irgendwie eben jetzt Vorreiter sein und dann mal reinen Tisch machen und klare Regulierung bringen? Oder wie kriegen wir das hin? Ja, ich glaube auch, dass es, also am realistischsten ist es, wenn die ganz großen Regulatoren, also FCA, SEC, die ganzen EU-Regulatoren, wenn die als Beispiel vorangehen und damit auch den anderen, auch den Druck erhöhen auf die anderen großen Regulatoren. Oder? Und das, glaube ich, geht die EU jetzt in die richtige Richtung mit diesem MiCA-Framework. Und auch die SEC hat auch schon durchläuten lassen, dass sie mehr bereit ist, quasi die Anlageklasse zu regulieren. Weil schlussendlich ist es natürlich auch ein globaler Wettbewerb, oder? Und die USA sehen natürlich, dass sie in der Vergangenheit schon sehr viel Business angezogen haben, aber natürlich auch vielleicht im Vergleich zu Europa ein bisschen zu restriktiv waren und dadurch halt auch viel an Business verloren haben. Und ich glaube, in der Schweiz haben wir so einen guten Mittelweg gewählt, wo man sagt, grundsätzlich offen der Anlageklasse gegenüber. Und ich glaube, was man hier auch im Zug, im Crypto Valley auf die Beine gestellt hat, ist absolut beeindruckend. Aber dennoch das relativ genau angeschaut und nicht einfach eine Carte Blanche gegeben hat und dadurch so ein gutes Mittelmaß gefunden hat. Ja, genau, ja, klar. Ja, vielleicht eine letzte Frage zu diesem Regulierungsthema, weil da fragt jemand schon zu Recht, bei Aktien hat man Rechte, Beteiligung an einem Unternehmen, bei Kryptos hat man keine Beteiligungsrechte. Was ist dann aber der Wert eines DeFi-Tokens oder Non-DeFi-Tokens, wenn ich keine Rechte habe? Ja, also ich glaube, das ist bestimmt eine berechtigte Frage. Man muss halt auch sagen, dass bei vielen Projekten werden Coins natürlich auch out of thin air emittiert. Ich glaube, dass
die Rechte nicht eins zu eins vergleichbar sind, zumindest mit Coins, nicht, wie man das aus der traditionellen Welt kennt. Man hat auch oftmals keine direkten Partizipationsrechte. Aber ich glaube, dass man doch bei vielen Coins an dem Ökosystem partizipieren kann und halt auch Use Case sieht, wieso das in der Zukunft ansteigen will. Aber zum Beispiel DeFi ist ein gutes Beispiel, wo ich mich teilweise auch frage, ob die Coins wirklich eine Daseinsberechtigung haben. Also nur um ein bisschen weiter auszuholen, mein Uniswap war ja auch, ist ja eines der meist benutzten DEX, also Decentralized Exchanges. Und als Uniswap gelauncht hat, hatten die keinen eigenen Token. Das ist eigentlich auch nicht notwendig. Man kann Liquidity Provider sein, Automated Market Making betreiben auf Uniswap ohne und bekommt einen LP-Token und dadurch kommt man seine Gewinne ausbezahlen. Dafür braucht man keinen Uniswap-Token. Und dann hat irgendwann mal SushiSwap das gleiche angeboten, aber die haben dann noch gesagt, on top, we give you our native token, den Utility Token. Und dann kam irgendwann mal das Spielchen, wo alle angefangen haben, ihren Utility Token zu emittieren. Oder? Und da muss ich mich natürlich auch kritisch fragen, so, okay, was ist jetzt der Use Case? Oder man hat eigentlich keine direkte Beteiligung, man hat keine Voting Rights und das sind eigentlich nicht unbedingt die Projekte, die ich jetzt persönlich in mein Portfolio reinnehmen wollte. Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, den einzelnen Use Case genau zu hinterfragen und diesbezüglich auch kritisch zu sein. Ja, genau. Ja, das ist sicher so, weil jemand fragt hier noch, oder ist das dann auch der Grund, weshalb man vielleicht bei diesen Themen noch eher vorsichtig ist von SEBA-Seite her, weil jemand fragt, sind Produkte geplant zum Thema Metaverse oder DeFi? Also Metaverse kann ich glaube ich sagen, das ist bestimmt eines der Projekte, die wir stark verfolgen, wo wir auch ein ETP bald lancieren wollen. Bei Bereich DeFi sind wir natürlich, also DeFi, bitte nicht falsch verstehen, was ich vorhin gesagt habe, ist überhaupt nicht irgendwie gegen DeFi gerichtet. Ich finde, DeFi ist eine absolut revolutionäre Erfindung und wir sind absolut offen dafür, aber wir finden halt die Möglichkeit interessant, wirklich seine Coins, also Yield Farming zu betreiben und damit einen zusätzlichen Yield zu generieren. Und da bieten wir bald mit, das ist auch schon publik, mit Aave Arc, also einer Institutional Version von Aave an, unseren Kunden am DeFi Space in regulierten Art und Weise mitzumachen. Also das ist eigentlich die Aave Arc, ist die genau gleiche Plattform wie Aave, also auch eine Decentralized Exchange. Man kann aber bei Aave Arc nur whitelisted Institutional Counterparties teilnehmen. Dadurch hat man halt eine gewisse Sicherheit, was so Geldwäschereigesetze etc. angeht. Also das heißt, ich verstehe richtig, eben ihr versucht oder ihr würdet euren Kunden oder wollt euren Kunden dann eben das Nutzen dieser Protokolle anbieten, aber hierfür ist es dann nicht zwingend nötig, auch noch irgendwie die Investition in den Token eines solchen Protokolls zu ermöglichen, weil eben vielleicht das gar nicht so direkt zusammenhängt. Also die Nutzung, so wie du das vorhin bei Uniswap beschrieben hast. Also grundsätzlich DeFi Index ETP ist etwas, was wir nach wie vor so ein bisschen im Hinterkopf haben. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Ich meine, wir müssen nicht jedes Produkt, das wir sehen uns halt auch ein bisschen als Enabler, oder? Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt dieses Produkt als das beste Produkt aller Zeiten finde. Beim DeFi stellt sich halt wirklich noch die Frage, das glaube ich, das wird dick noch ausstehen, ob wir da wirklich ein Produkt drauf emittieren wollen, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Alles klar, ja. Aber zumindest erstes, eben wenn man eigentlich dann den Kunden ermöglicht, dieses Yield Farming beispielsweise zu betreiben oder eben Liquidität zur Verfügung zu stellen, das Nutzen dieser Protokolle, das hat dann genau zur Folge, wie du zu Beginn gesagt hast, dass eigentlich dann eben die reale Welt, sag ich jetzt mal, diese Protokolle auch zu nutzen beginnt und es so dann eben eigentlich zu einer stärkeren Verankerung kommt, weil man beispielsweise eben dann vielleicht sogar
Kredite auf, über dezentralisierte Kreditprotokolle aufnehmen kann, um damit dann in der realen Welt vielleicht irgendwelche, ja, ich sage jetzt mal Immobilien oder sonstige Sachen sich zu finanzieren. Also da wäre ja dann diese Schnittstelle zur realen Welt gegeben. Absolut, absolut. Ich meine, wir leben, ich meine, das muss man schon ganz klar sehen. Ich meine, DeFi ist immer noch eine Nische, vor allem ist es bestimmt noch nicht in der traditionellen Welt angekommen, aber es ist halt eine Möglichkeit, einen effektiven Yield zu generieren, auch wenn man jetzt stable gegeneinander quasi einen Markt macht oder als Marktmaker ja, als Marktmaker agiert. Und es ist halt wirklich eine Möglichkeit, einen anständigen Yield zu bekommen in einem absoluten Negativ- oder Niedrigzinsumfeld mit einer hohen Inflation, oder? Und ich glaube, dadurch entstehen schon neue Möglichkeiten auch irgendwann für institutionelle Anleger. Genau, ja. Jemand fragt noch, NFTs neben Metaverse und DeFi auch ein Thema bei der SEBA? NFTs ist aus Produktesicht nicht ganz einfach, weil es, Sie können sich vorstellen, es ist nicht ganz einfach, einen Index zu kreieren auf NFTs, weil ein NFT ist ja per se unique, also ist ja ein non-fungible Token, das heißt, jeder NFT ist unique und dann ist es natürlich schwierig, ein Basket draus zu machen und den quasi als Produkt zu emittieren. Wir bieten natürlich auch NFTs an Leuten, die direkt Exposure darüber gewinnen wollen. Das ist jetzt weniger in meinem Bereich auf der Produkteschiene. Aber so eine Art Index eben mit verschiedenen NFT-Kollektionen oder so ist jetzt nicht unmittelbar geplant. Eben auch, wie du das angesprochen hast, Liquiditätsproblemen und solchen Dingen, die halt einfach von der Struktur her das NFT einfach schon anders machen. Genau. Man könnte das Produkt aktuell auch nirgendwo listen, also nirgendwo auf, nicht, bestimmt nicht auf einer Tier 1 Exchange. Man kann es vielleicht als Tokenized-Version irgendwo listen lassen. Aber aktuell sehe ich da auch zu wenig Demand, zumindest von unserer Kundschaft. Ja, genau. Also wie ich informiert bin, Bitwise, die haben etwas in diesem NFT-Bereich, wenn es zu einem Produkt kommt. Also für diejenigen, die es interessiert, vielleicht bei Bitwise Asset Management, sich mal dieses Produkt etwas genauer anzuschauen. Aber da bin ich schon eher auch bei Gregory, eben das Problematik natürlich schon darin besteht, ja, sind diese NFTs überhaupt liquide? Und es ist ja auch ganz so, dass wir momentan sicher nach wie vor so ein bisschen in einem Hype-Cycle sind, was diese NFTs anbelangt und deswegen wahrscheinlich eine gewisse Vorsicht hier auch sicher nicht schlecht ist. Ich habe hier noch eine Frage, bietet ihr auch Derivate an und allgemein, wie wird Hedging in der Kryptowelt betrieben? Also wir bieten Derivate an. Wir sind vor allem stark auf der Optionsseite, vor allem auf Bitcoin und Ethereum. Können wir OTC eigentlich jedes Strike-Level anbieten. Wir bieten es auch innerhalb unseren Mandaten an, was wir zum Beispiel innerhalb unserer diskretionären Mandate relativ stark machen, ist so ein bisschen Covered-Call-Strategien, also so ein bisschen kurzfristige Optionen schreiben, die so 10, 15 Delta haben, also ein bisschen out of the money sind und dadurch eine zusätzliche Rendite generiert, ist aktuell semi-attraktiv, weil die Implied Vols ziemlich zusammengekracht sind. Aber grundsätzlich können wir das selbstverständlich anbieten. Futures sind wir so, ja, kann man tailor-made, aber es nicht ganz so unser Steckenpferd. Also und was Hedging anbelangt, ja, sicherlich über Optionen kann man sich hedgen oder kann natürlich Put kaufen, um sich da irgendwie das Drawdown zu minimieren, ist teilweise nicht ganz teuer. Das können wir natürlich in Mandaten auch machen. Ja, und sonst kann man natürlich den Basis Trade ist auch was Beliebtes, oder so die klassische Cash and Carry Arbitrage, weil der Future eigentlich immer zu einem Premium gegenüber dem Spot handelt. Also kann man den Future shorten, den Spot long gehen und dadurch quasi die Differenz einloggen. Genau, diese Strategien. Und solche Strategien würde man am besten dann über welche Handelsplattformen abwickeln? Gibt es hier? Ja, das ist nicht ganz einfach. Okay. Also wenn solche Strategien, die wir dann wirklich so ein bisschen tailor-made und
Ja, und so ein bisschen spezifischer sind, die müsste man selber Kunde sein, um die bei uns direkt zu machen. Ich glaube nicht, dass man ganz einfach in einem Produkt so ein Basis Trade kaufen kann. Also wäre mir neu. Okay, alles klar, ja. Jemand fragt noch etwas anderes, und zwar, wie hoch ist das Risiko, dass man als Kunde, also dass dem Kunde Investitionen in Kryptowährungen gestohlen werden? Gerade gestern oder vorgestern haben wir wieder von diesem Hack gehört, wo es, oder Hack, diesem Unfall bei einem solchen Interoperabilitätsprotokoll, einer Bridge. Ja, was kannst du dazu sagen? Also ich meine, das Risiko, das sehen wir ja täglich und eben mit diesem Axie Infinity Hack, ist uns das wieder ins Bewusstsein gerückt, wie wichtig Custody ist. Und das ist ja eigentlich das ist eigentlich die Raison d'être der Säberbank. Und das habe ich auch am Anfang versucht zu erläutern, dass eigentlich die Verwahrung, das Custody eigentlich das Fundament von allem ist. Und da haben wir halt extrem viele Ressourcen investiert in unserem eigenen Cold Storage und Hot Storage Lösung und haben da auch eine Zertifizierung, dieser ISAE 3402 Zertifizierung, die eigentlich nichts anderes besagt als unsere Custody-Lösung und nicht nur die Custody-Lösung, sondern auch all die Prozesse, die dazu führen, wenn wir zum Beispiel Coins von Cold auf Hot und umgekehrt rumschieben, dass die alle Institutional-Grade-Qualität entspricht und das wurde auch von PwC geauditet und ich glaube, das ist einfach extrem wichtig und ich glaube, das ist auch das, wo wir uns stark profilieren. Wie ist es dann aber bei so einem Hack wie eben gestern bei Axie Infinity, wenn da eine Bridge irgendwie gehackt wird? Weil da, wie ich das verstehe, oder vielleicht korrigierst du mich da, ist ja dann das nicht direkt mit eurer Custody Solution zusammenhängend. Das wäre mehr der Punkt vom Research her, dass man natürlich solchen Sachen gegenüber vorsichtiger ist und diese Bridges und so dann vielleicht wie Ronin eben jetzt bei Axie Infinity gestern nicht nutzen würde, weil man eben natürlich diese Vorbehalte hat. Also grundsätzlich, wir bieten solche Bridges nicht direkt an und wirklich die Coins, die bei uns im Custody sind wirklich, vor allem wenn sie im Cold sind, sind eigentlich vom Netz genommen, oder? Und haben gar nicht die Möglichkeit, irgendwie damit mit externen Systemen zu interagieren. Aber eben was die ganze genauen Details vor allem der Hot Custody-Lösung anbelangt, da bin ich natürlich auch ein bisschen überfragt. Ja. Ja, nein, kein Problem, aber das ist sicher spannend, eben, dass man natürlich auch da vielleicht für die Zuhörer eben, da gibt es immer verschiedene Ebenen, wie du das jetzt angesprochen hast, die man unterscheiden muss. Also eben Cold Storage, dann die man selber bei sich hat, dann eben Sachen, die in sogenannten Bridges sind, also Interoperabilitätslösungen, die eben eigentlich das Wechseln oder Verschieben von Kryptoassets zwischen Blockchains ermöglicht. Und da eben gibt es einfach diese verschiedenen Abstufungen, die man natürlich vor Augen haben muss. Und da hat es dann natürlich auch immer verschiedene ja, Risiken, die da involviert sind. Aber da ist es dann auch wieder am Anleger und Investor, diese Sachen zu prüfen oder dann eben in Zusammenarbeit mit einem Vermögensverwalter oder einer Bank, wo man diese Dinge dann effektiv prüft. Ja, ich hätte da eine letzte Frage noch, die da noch aufgepoppt ist, zur Diversifikation innerhalb von Krypto. Kannst du dazu noch ein, zwei Sachen sagen? Weil eben Diversifikation von Krypto gegenüber traditionellen Assets, da hast du gesagt, da gibt es Vorteile. Ansonsten sieht man ja immer sehr stark, dass alles noch von Bitcoin abhängt. Gibt es da doch Sachen, die man ausnutzen kann? Und wenn ja, wie? Also natürlich so, ich meine, das wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörer auch, an einem Tag, wo es hochgeht, geht 90% der Coins gehen hoch, außer hat wirklich ein idiosyncratic Event gehabt. Oder? Und gleich, wenn es runtergeht, Idiosyncratic heißt ein Event, der nur den unsystematic. Coin selber, ja, Ja, bedingt. und das ist, und ich glaube, das muss man sich schon bewusst sein, dass bei Aktien eigentlich nicht mal so unterschiedlich, nur dass bei Krypto ist noch ein bisschen extremer. Also es gibt wirklich wenige Coins, die dekorrelierend wirken. Aber es ist schon so, dass innerhalb des Krypto-Universums, dass man schon auch sieht, dass ein bisschen so wie Subanlageklassen entstehen von Coins, die so ein bisschen noch mehr miteinander korreliert sind, zum Beispiel die ganzen DeFi-Coins und dann so ein bisschen die Layer-1-Lösungen, die vielleicht eher miteinander korreliert sind. Und natürlich, wenn man alles in dem Index
reinnimmt, dann haben wir trotzdem gewisse Diversification Benefits, weil die Returns sind ja trotzdem unterschiedlich voneinander. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz bestimmt eine faire Frage, die Diversification Benefits von einem Index sind sicher in anderen Anlageklassen größer oder höher. Sehr gut, super. Ja, besten Dank für deine Ausführungen, Gregory. Danke für dein Inputreferat und auch das Beantworten der Fragen. Sehr gut. Von meiner Seite wäre es das eigentlich gewesen. Wir sind in der Zeit auch schon wieder fortgeschritten. Ich möchte auch allen Zuhörern ganz herzlich danken für das Zuhören und die regen Fragen, die da reingekommen sind. Und ja, es bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, die Swiss Crypto Investing Days, die gehen weiter. Wir werden bald wieder eine nächste Session haben und das am 7. April, dann mit 21 Shares. Und hier werden wir dann vor allem noch auf diese einzelnen Gebiete eingehen, NFTs, DeFi, Web 3.0, was steckt hinter all diesen Begriffen, wo sind da die Trends innerhalb der Kryptowelt, und das dürfte auch wieder sehr, sehr spannend sein, also von dem her unbedingt mit einschalten. Ich denke, bei dir, Gregory, kann man sich jederzeit melden, wahrscheinlich absolut, über LinkedIn, über E-Mail und auch sonst die Seba kontaktieren, wenn man interessiert ist. Vielleicht von deiner Seite noch abschließende Worte? Nein, also besten Dank, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, hier präsentieren zu dürfen. Es war mir ein Vergnügen und ich glaube, ich hoffe, ich konnte das ein bisschen näher bringen. Und eben, wie gesagt, also jederzeit, wenn irgendwelche Fragen zum allgemein zum Thema ist oder wenn man sich austauschen möchte über einen Kaffee oder so, können Sie mich jederzeit auf LinkedIn kontaktieren. Sehr gut, super. Ja, dann auch von meiner Seite, das ist es. Das Gleiche gilt für mich, wer mich kontaktieren will, das geht natürlich über LinkedIn, über E-Mail oder sonst wie mit den sozialen Medien. In diesem Sinne würde ich sagen, besten Dank, einen schönen Abend noch und hoffentlich bis bald wieder. Auf Wiedersehen, danke. Wiedersehen.